Was geht ab, Freunde? Wir stürzen uns jetzt gemeinsam in den zweiten großen DLC hier in Dead Island 2. Solar Festival, Freunde, ich habe richtig Bock, denn der Haus-DLC hat mir echt gut gefallen. Checkt es gerne aus, das Video, wenn ihr Bock habt und wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ansonsten, Freunde, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr kurz eine Bewertung da lassen würdet. Ihr wisst ja, das pusht den Algorithmus, das pusht das Video. Vielen Dank dafür jetzt schon mal. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, sondern stürzen uns direkt in die Action, in den DLC rein. Und hier ist auch schon unsere Schnellreise. Schlechte Vibes, neue Story. Ist es das, oder was? Wir werden sehen. Wir müssen wahrscheinlich jetzt hier runter, genau hier. LA's erstes komplett nachhaltiges Festival frönt in einem staubigen Tal in den Hollywood Hills der Sonne, der Musik und der Weltrettung. Let's go, Renner jetzt. Viel Spaß, Freunde. Schauen wir rein. Schauen wir mal rein. So, this is Solar Festival. Hope they don't search me on the way in. Ja, werden wir ja sehen. Okay. Stay away from the Solar Festival. Something is here. Something terrible. Worse than the zombies. Stay away. Worse than zombies, huh? Better tie my shoelaces. Schlimmer als Zombies. Was denn? Ein betrunkener Student oder was? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, Freunde. Okay, Freunde. Ja, der Haus-DLC ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, aber. Wie gesagt, hat mir ganz gut gefallen. Aber ich sag's jetzt schon mal, ich muss natürlich erstmal wieder reinkommen. Also ich habe es jetzt in der Zwischenzeit dann nicht mehr gespielt, sondern den DLC gezockt. Und dann auch schon wieder aufgehört. Apropos DLC, Freunde, wenn ihr Bock habt, auch auf den Final Fantasy 16 DLC, der wird jetzt auch bald starten. Einen Tag nach Dead Island kommt der neue Final Fantasy 16 DLC. Können wir ja auch gerne mal reinschauen, wenn ihr Bock habt. Was haben wir hier Schönes? Können wir eigentlich mal... Ich mal ganz kurz reinhören, oder? Cassidy Martins live auf der Indie-Stage. Ist das zum Reinhören? Ne, okay, ist nur ein Bild. Sieht aber ganz nice aus. Sieht ganz nice aus. Alter Schwede. Junge. Okay. Weiß gar nicht, wie meine Ausrüstung gerade aktuell aussieht. Wir werden es herausfinden. Nice. Festival. All to myself. Sola. Stay away from the Solar Festival. Stay away. Our radio friend appears to be alive and well. Okay, Freunde. Bei so einem Festival brauchen wir auf jeden Fall immer wieder eine schöne Abkühlung, oder? So ein schönes Erfrischnis. So, Freunde, kurze Getränkepause. Ich habe aktuell eine kleine Kooperation mit Holy Energy, Freunde. Die machen nicht nur Energies, die machen auch Ice-Tees oder Hydration-Drinks, die auf jeden Fall wenig Kalorien haben, ohne Zusatzstoffe und die wirklich mit vielen geilen Geschmäckern echt sehr gut am Start sind. Wenn ihr Neukunde seid, checkt das Ganze ja aus mit dem Code SORBUS5. Wenn ihr schon länger Kunde seid, für 10% extra Rabatt, dann einfach nur SORBUS den Code eingeben. Checkt den Link in der Videobeschreibung und checkt es gerne mal aus. Gerade die Probierpakete und da könnt ihr auf jeden Fall euch einen direkten geilen Überblick geben, was es so für Geschmäcke gibt. Denn da sind wirklich sehr viele echt coole Sorten dabei. Ansonsten würde ich das auf jeden Fall nicht empfehlen. Link in der Videobeschreibung und ansonsten würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Video. Let's go. She lives in the middle of the festival. That's one way to skip the queue. Das ist ja geil. Ist es ein Art, das sind umgebaute Schulbusse. Das sieht ja nice aus. Juhu. Anyone home? Come on.
Was war das denn jetzt hier? Mexican Standoff und jetzt will die mich mit ihrem Damen auspeitschen oder was? Was geht denn jetzt hier, ey? Auf jeden Fall einer der neuen Zombies. Ich weiß gar nicht, wie viele neue Varianten es gibt. Davon habe ich aber auf jeden Fall schon was gesehen. Warte. So war die Auswahl, genau. Was habe ich denn hier an Schusswaffen? Armbrecht. Die will mich auspeitschen mit ihren Gedärmen. Fackel ab, Bitch. Warte mal. Rasereimodus ist ready. Nein. Stirb! Oh mein Gott, wie krass sieht das denn aus, Junge? Oh, die ganzen... Den Rest der Haut weggeätzt, ey. Maulkorb-Status? Kann denn schlechter nicht in den Modus reinwechseln? Was schon da jetzt gerade? Scheiße, ey. Warte kurz. Habe ich nicht noch irgendeine andere Schusswaffe? Doch. Naja, ich wollte gerade sagen, ich peitsche mich aus! Das war's auch schon wieder. Was habe ich hier für Schrott eigentlich drin? Ist ja nicht mehr normal. Treff ich überhaupt? Nee, Mann. Ah! Okay, nee, doch nicht. Ich dachte, sie hängt fest. Oh! Au. Stirb doch! Ich muss irgendwie sagen, ich habe nicht die geilsten Waffen, wa? Kann das sein? Für mich soll das doch reichen, ey. Gott, welche Taste war nochmal Heilung? Ich weiß es nicht mehr. Steuerkurs nach unten, okay. Lauf doch! Töte das Ding, ja, ich probier's. Okay. Damit nochmal ein bisschen draufballern. Nice. Sehr gut. Wow. Hör auf. Junge, aus der Hüfte. Immer schön aus der Hüfte raus. Yes, baby. Lass das Ding liegen. Komm. Ich will jetzt nicht schon direkt beim ersten Scheißding sterben, ne? Keine Muni mehr. Hier haben wir noch einen Schuss. So, das müsste. Ja, okay. Nice. Intestines. Not just a cute accessory. A nasty weapon, too. Alter Schwede. Rude. Ja. Unfreundlich. Was soll das, Mann? So, also Freunde, nochmal ganz kurzer Hinweis. DLC, Final Fantasy 16, wenn ihr Bock habt, hier auf dem Kanal. Auf meinem zweiten Kanal, der Sobis Gaming, nächste Woche. Stellar Blade Sandland, wenn ihr Bock habt, ja. Schaut da gerne mal vorbei. Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein. Der Sobis Gaming sowieso immer eine gute Adresse, Freunde. Gibt's auf jeden Fall mehr Gameplay, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal. That's got a certain charm to it. Ja. Auf jeden Fall jetzt hier erstmal ein bisschen Zeug, ey. Ich komm hier rein, direkt erster Zombie, töte mich was. Was soll das, Mann? Was ist das hier? Was ist das für ein Auftritt? Muss hier erstmal kurz ein bisschen Zeug hier mitnehmen. Wartet kurz, okay. Ja, okay. Was ist das hier für eine Anlage? Ist ja mega krass. Warte kurz. Absage Nummer 8. Sehr geehrte Frau Tannen. Ups. Rauskommen. Leave
now. You can just turn right back around and leave the way you came. Not before I've had the pleasure of making your lovely acquaintance. How do you do? What are you? Psyop super soldier? You got alien DNA, don't you? Part-time alien, full-time zombie slayer. But you can just call me Danny. These broadcasts are public service. Stay away from it. And it is? The beat. Which one? Was it more of a ba-dum, ba-dum, ba-da-ba-bum, ba-bum, ba-dum, ba-dum? Or a ch-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 ch? Right. Nutcase. Grace, just like always. Go and don't come back. Only if you lead the way. I can't leave. Won't let me. Fine. How about I give you my undivided attention? Tell me about this beat. You're not going to believe me. Go on. Just try. I have tried my whole life. People like you don't want to believe. You just want everything to stay normal. People like me? Darling, I'm one of a kind. Trust me. It happened at the main stage. Headline act on the final night. 30,000 people dancing. Suddenly, there was this beat vibrating in my bones. Came from the speakers, but it was music. It was something more. People were screaming, holding their heads. They just turned. In seconds, they all turned. It was carnage. A bunch of Zoms got the munchies. 30,000 people don't get bitten all at once. It was the beat. Some beat. And the strange glass speakers. They had this energy coming out of them. I can still hear it. Then it's time someone stopped it. You have a name? Grace. Right on. I'll check out the sitch for you, Grace. The beat will take you too. You said it yourself. Alien DNA. Right. The beat's coming from the Indie Zone infusion point. But only a fool would go there now. You don't hear that? Huh? Hear what? This beat? It's always there. Itching the back of my skull. Okay, sind die vom Beat besessen oder was? What does this beat sound like? Your marrow. It all responds. Okay. Hey, you just sit. Oh. Ich hab hier noch Waffen. Na gut, sicher. Back, put your feet up, have a cookie. I'm gonna fix this. Easy for you to say. It's not in your head. Call me back. Bleibt aber ruhig jetzt hier. Alter, ey, das ist ja, ey, ohne Scheiß, das wäre richtig, als Anlage wäre das hier richtig krass, oder? Premium, OSK. If you think it's all about having a good time and going green, you're a goddamn fool. You goddamn fool. So, okay, dann lass mal kurz. Jo, Junge, ich hab so wenig Kohle, ich hab gar nichts einfach. Einfach nichts. Medkit soll ich mir aber trotzdem mal holen. Oh, ich könnte bestimmt auch welche herstellen, aber egal, scheiße. Sicherung nehmen wir auch nochmal mit, sicherheitshalber. Weil Sicherung, sicherheitshalber. Ihr wird, na. Der war jetzt auch nicht so gut. Ja. Mal kaufen. Ach komm, scheiße. Was haben wir denn hier? Nicht gesendetes. Was machen wir denn als erstes? Ich würde dann einfach hier lang gehen erstmal. Ah, hier ist aber nur die Tür offen. That turns people into zombies. The fuck does that sound like? Warte mal ganz kurz, dann will ich mir das einmal ganz kurz ansehen, wo das andere hinführt. Wo kommt man denn hier raus, ey? Willst du auch einfach... Achso. Du kannst nur hier hochklettern, okay. Ach, hier ist die Luke, okay, gut. So, okay, okay. Ach so, vielleicht hätte ich. Ach so, ja, sorry. Ich muss nochmal einmal ganz kurz zurück. Einmal kurz meine Waffen reparieren.
Wo war die Werkbank? Hier war die. Ich mach das mal eben kurz, wartet. Gut, okay, alles klar, jetzt habe ich es kurz mal auf Vordermann gebracht, die Ausrüstung. Jetzt lass uns mal einmal ganz kurz schauen auf die Map, was haben wir denn hier alles? Noch wie wir einige Fragezeichen auch am Start. Einige Gebiete, nice. Ja. Indie Zone. Solar Fair. Ego Village. Ego Launch. Nice. Hier ist die Mainstage. Alter Schwede. Okay. Warte. Da. Peitscher Hotspot. Die heißen auch noch Peitscher. Okay. Okay, Fusion Point. Was willst du, ne? Zur Seite mit dir. Na, gefällt dir das? Hat es jetzt gebracht, mich anzugreifen? Ich glaube nicht. Das sieht cool aus, Mann. Das, so sieht, Freunde, so sieht Forza Horizon aus, wenn die Lichter ausgehen, weißt du? Wenn das Benzin alle ist und sie nicht mehr mit ihren Autos durch die Gegend fahren können, dann sieht es genauso hier aus, ja. Sieht aber ganz nice aus. Oder? I could set a tent up and play make believe for a day. So seid ihr mit dir. So, suche beim Fusion Point nach dem Beat. Komm. Hau den Schädel ab, ja. Sehr gut. Ups. Noch höre ich aber nichts, ja. Shit. Ja. Die Frage ist ja, wie finde ich den Beat? Ich würde ja jetzt schätzen, dass irgendwann einfach ein Beat losgeht, irgendwie eine Musik oder so anfängt zu spielen, oder? Hier oben vielleicht? Oder hier unten? Weird speaker, as promised. Ah. What's that rumbling sound? Ah, you. Is this the beast? Alter. Geh mal weg jetzt hier. Wartet kurz. The sound's coming from the DJ deck. Das hört sich aber schon krank an, ey. Okay, drehen wir den Beat auf. Let's go. A strange glass speaker. So, und jetzt? You broken or something? Finde einen Weg, das Soundsystem zu reparieren. Reparieren. Müssen wir jetzt den Kabeln folgen oder wie oder was? Ah, hier. Wenn die Currywurst ruft. Was? Wenn die Currywurst ruft? Ich konnte das Chaos etwas bändigen, lass das Setup erstmal so. Ich mach Pause, wir sehen uns zum Mittag. Freue mich auf jeden Fall. Für mich auf jeden Fall Currywurst. Tech was craving Currywurst. Let the good smells guide me then. Doch, tatsächlich. Okay, sie hat es tatsächlich sogar gesagt. Ich dachte, sie hätten es hier so mäßig für die Deutschen jetzt sich überlegt mit Currywurst. Okay, nice. Nice. Und das waren jetzt schon direkt 35%? Wahrscheinlich muss ich hier irgendwo im Wurststand gucken, ne? Energy Drink. Boah, Junge, das war zu knapp. Hilfe! I wonder if they have any leftovers. Stirb doch jetzt.
Stirb! Okay. Ja. Who spilled tomato sauce everywhere? Nope. Raus hier, Mensch! Ihr wart nicht eingeladen. Oder wurde nicht eingeladen, das ist jetzt. So. 45% haben wir. Das Neueste vom Neuesten. Ich schreibe mal dem Support-Team, der nächste Act ist dran. Komm, wir trinken ein Bier im Aspen. Wir regeln das später. Hm. Well, if in doubt, follow the beer. So wie immer halt, wa? Folge dem Bier, Aspen. Zu seine mit dir, Mensch. Ich verstehe aber jetzt noch nicht genau, warum, also wo der Unterschied ist jetzt von einem normalen Festival und dem jetzt hier. Ist da irgendwie ein großer Unterschied bisher? Nee, oder? So, Diebestour, Junge. Ja, die Diebestour wurde gestartet. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn jetzt hier? Wir müssen wahrscheinlich da hoch, oder? 80%. 80% haben wir. Wie kommen wir denn da hoch jetzt hier? Aha. Ah, was geht? Schön immer ins Gesicht prügeln. Da müssen wir rein, wahrscheinlich. Mit Magnetschloss. Okay, da müssen wir aber wahrscheinlich safe rein, ey. Hier hinten. Nee, wahrscheinlich, ja. So. Okay. Tod durch Kundendienst. Warte. Vielen Dank für die Information. Bitte versuchen Sie die Frequenzmatrix auf 3, 4, 6 zu stellen. Und zwar bei allen angeschlossenen DJ-Komponenten. And we're off. Drehen den Beat auf, neu abgemischt. Time to turn this beat up. To all the zombies out there, this next song's for you. That energy, what is that? It's connecting the speakers to the zombies. Okay. Isoliere den Beat. That speaker did not like losing its zombie. Oh Gott. Junge, keiner hat dich eingeladen, Alter. Stopp! Soundtechniker. Weg. Woo. Kommt ran hier. Ah, reicht noch? Ah, doch. Stupid speaker. Wait, what's that sound? Schnapp dir die Orkon-Kugel aus dem Stimmungslautsprecher und mach sie alle. Ja.
Was, die alle? Jetzt den Rest der Zombies oder was? Weg! Weg von mir! Kotzbrocken, ey, im wahrsten Sinne des Wortes, ey. So, dich noch. Stirb doch, Mensch! Magenbypass. Wo ist die Kugel hin? So, warte kurz. Was geht denn jetzt, ey? Holy Kaleidoscope. Am I tripping? That beat. The rhythm. It's a pattern. Or a language. Hello? Compelling. Crushing. But it's fragmented. There's this sound making people zombies. That what you're going on about? I'm recording. A recording? How do I stop it? No. I've recorded it. Take it. You get service in Disco Land. It's vital you find the other pieces. Restore the beat. Wait, have we met before? Not even a goodbye. How rude. How rude! Tune. Oh. All right, Kaleido girl. I'll find more of this beat. Kaleido girl. Don't work for free. Okay. Alles klaro. Grace said to check out one other place too. So, warte mal, hier ist irgendein Sicherungsplatz. Was soll das, ey? Was soll das, ey? Hau ab! Das gehört alles mir, ey. Au! Mist. Sag mal! Oh Gott, jetzt steht alles unter Strom. Ah, ich hab alles versaut. Scheißdreck, Mann. Warte kurz, hier lag noch ein Medkit. Leck mich doch, ey. Warum hat die scheiß Schrote denn mehrfach geschossen? Ich dachte, die schießt nur einmal, wenn man durch ein Kabel geht. War das jetzt auch, ne? Ja. Haben die mich in eine Falle gelockt, wa? Guck mal, wie viel Schaden ich bekomme. Kann man eigentlich sein Medkit verbessern? Guck mal, wie wenig Lebensenergie ich zurückbekomme bei einem... Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Na gut, okay, hauen wir denn ab. Jetzt ist die Frage, wie hauen wir denn ab hier oben am besten? Ja, wo ist er? Ach, lass gut sein, ey. Alter. Okay, ich bin tot. Scheiße, Alter. Ich hab den ja komplett unterschätzt. Scheiße, das waren ja die ganz krassen Willen, ey. Mist, Alter. Oh Mann, ey. Ja, ein bisschen schneller könnte es schon mal laden. Okay, super, danke schön. Das ist die wahre Bestrafung immer, ey. Das war früher zumindest immer so, weißt du, wenn du dann irgendwie bei einem Boss oder so gestorben bist, die wahre Bestrafung war nicht, dass du gescheitert bist, sondern dass du erstmal die Ladezeit vor dir hattest. Das war damals für mich persönlich immer die größte Bestrafung. Schön sieht's hier aus.
Oh Gott, Alter, hau ab! Hau ab, ey! Warum stresst du mich jetzt so? Hä? Was willst du? Hau ab! Das ist es ja. Weil er ist genau dorthin gerannt, wo ich jetzt hin muss, wa? Sag mal, ey, ihr kleinen Halunken, ey. Da ist er wieder! Verzieht euch! Ja, brenn du Sau. Komm. Du hast hier nichts zu melden, Mann. Wo ist er? Wo ist er? Now this is more my vibe. Oh, Junge, da bist du. Das ist doch ein anderer jetzt. Oder ist es der gleich? Oder heilt er sich? Ich weiß es gar nicht mehr. Vorne ist es zu lange her. Das ist zu lange her. Der heilt sich doch nicht immer wieder, oder? Ich weiß nicht. So, okay, nice. Hatte ich noch nie einen getötet davon? Hä? Ich habe aber trotzdem irgendwas freigeschaltet. So, ich hoffe, es gibt keine Probleme wegen der Musik jetzt hier. Wir schauen mal einmal ganz kurz. Hier ist es doch direkt schon. Hier ist es doch direkt schon. That sound again. Ugh, it's dead. Strom, wir brauchen Strom. Oh shit, was ist das denn? Psych Sonic? Was ist das denn? Lerne deinen Psych Sonic Mood Speaker kennen. Eine leicht verständliche Kurzanleitung, wie du das Maximum aus deiner Neuerwerbung herausholst. Wir brauchen Strom. Wir brauchen scheiße mal Strom. Strom, Strom, Strom. Aber an sich schon nicht schlecht, ey. Cooles Festivalgelände, finde ich. Abgesehen von den Zombies natürlich. Und den Toten. Und dem Dreck. Okay. So, Strom. Was gibt's hier irgendwie irgendeinen Ansatz, wo man das finden könnte? Den Kabeln entlang oder was? Wie immer, so der Klassiker oder was? So, was war jetzt nochmal? Taschenlampe? Need to find a breaker. Okay, wir brauchen eine Batterie, eine Sicherung benötigt. So eine größere. Okay. Und hier müssen wir dann wahrscheinlich dann irgendwie ein bisschen Wasser drauf schütten oder was? Ja, das kann sogar sein. Lass laufen, Mann. Okay. Was steht da? In die Pyrotechniker. Okay. Oh! Pyrotech-Schlüssel. Nice.
So lässt sich's leben, Mann. Problem eines Tourmanagers. Reparieren. Wo ist denn die scheiß Batterie jetzt? Vor allem, wofür ist der Schlüssel jetzt? Ne? Hier? Ja, super, ey. Überall haben wir Strom. Nur nicht dort, wo wir es brauchen. Das wird wohl. So nicht funktionieren, ne? Das ist doch aber. Das ist doch da. Alter! Junge! Ich bin ja fast tot. Danke. Danke. Dass ich schon wieder fast tot bin, Junge, wirklich. Ey, der Strom ist mein Endgegner. Ja, genau! Plötzlich kommt er aus dem Scheißhaus raus, ey. Bleib da drinnen, ey. Verrecke in der Scheiße, ey. Du auch direkt, ey. Hallo, geh mal in die Hocke. So. Alle performen auf der Bühne! And we have power. Okay, da ist jetzt verschlossen der Weg. Hier ist verschlossen der Weg. Wie komme ich denn jetzt hier raus zur Hölle nochmal? Holy shit, was? Okay. Lass mich kurz überlegen. Ich geh einfach durch, Alter. Was sein muss, muss sein, ey. Hallo, beruhig dich mal wieder. Danke. Ist ein Peitscher. Ist ein Groupie. Verpiss dich. Schnauze voll hier langsam. Junge, du nicht! Du warst nicht gemeint! Bin hier gerade mit den Ladies zu Gange, Junge. Immer diese versuchten Cockblocks, Alter, von den Männern hier. Ist ja, was soll das, Mann? Speakers on. Wuhuhuhu. Oh yeah! Oh yeah, was machst du jetzt? Go. Ooh. Boom. Huh. There's that sound again. Slap. Ich wollte gerade sagen, slash sie weg, ey. Was ist? Nee, 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 nee. Du kriegst trotzdem eine mit. Du kriegst trotzdem eine Schelle. Du sowieso, ey. Psychopath. Du sowieso. Wie viel denn noch? Woo. Nice. Jesus Christ, man. Something's around inside of me like it owns the damn place. I need to get Kaleido Girl back. Kaleido Girl! So, komm, das machen wir nochmal eben schnell. Und dann würde ich sagen... Na, scheiße. Dann würde ich sagen, hören wir erstmal auf. Ich schätze mal nicht, dass es jetzt schon in 20 Minuten dann durch wäre. Ne? Dann machen wir gerne nochmal einen zweiten Part. Wahrscheinlich ist es dann eher durch.
Aber das jetzt, lass uns das jetzt hier erstmal abchecken. Keine Ahnung, wie lange der DLC geht. Beat. A call? We've already danced this dance, darling. Let's skip to the next song. You can transcend different realities. Clever of me. So you do know me. But do I know you? I know someone like you. Different realities. But the same song. You saying there's other me's? The walls are thin there. Scraped thin. Just tell me how to fix it, and it's done. Find the whole beat. You're the key. I did have more questions, but toodles, I guess. I know that Björ from somewhere. I'm sure of it. Okay. Okay. Mit solchen Sachen kennst du dich wohl aus, oder was? Okay. Ja, also... bisher nicht schlecht. Ich find's nicht schlecht. Ich hatte, muss ich aber ehrlich sagen... So, der erste Eindruck vom Haus-DLC, den fand ich irgendwie geiler, weil es mal ein bisschen was anderes war. Das ist halt hier ein cool aussehendes Festival, so, ja, aber wir sind trotzdem so ganz normal an der frischen Luft unterwegs, ganz normal umgebungsmäßig. Fand ich irgendwie den Haus-DLC durch die Köpfe und durch das Geschehen im Haus, fand ich das irgendwie ein bisschen interessanter, weil es mal was anderes war, was du bisher nicht hattest im Spiel, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr gerne mal reinschreiben, aber lasst uns gerne nochmal ein bisschen weiter zocken beim nächsten Mal. Vielleicht zocken wir es ja auch dann durch, aber jetzt ist ja erstmal Schluss, damit ich euch die erste Folge noch schon heute noch rausknallen kann. Wie gesagt, würde mich sehr freuen, wenn ihr ganz kurz eine Bewertung da lassen würdet. Hilft kräftig weiter, unterstützt das Ganze, danke dafür. Und checkt auch die Videobeschreibung ab, mein zweiter Kanal. TikTok könnt ihr mir auch gerne jetzt folgen, Freunde. Ja, das war's. Wir hören uns. Also, sorry, haut rein und tschüss.